Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf den Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Es fehlen noch nur noch 98 Abonnenten bis 10.000. Denke ich mal, sollten wir auf jeden Fall in diesem Monat schaffen können. Könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich muss nur schauen, ob ich heute dort wieder streame. Ich muss noch ein paar Schulaufgaben machen. Habt ihr meistens zwar schon fertig, aber ansonsten gibt es wahrscheinlich spätestens morgen wieder ein Stream. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst auch gerne ein Follow auf Twitch da. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr weitere Videovorschläge in den Kommentaren schreibt. Zurzeit gibt es nicht ganz viel Content, was jetzt Turniere und so betrifft. Es gibt jetzt nur noch zweimal wöchentlich Turniere. Deshalb kann ich davon nicht so viele Highlights machen. Dann gibt es auch nicht viele Challenges mehr, wozu ich Videos machen kann. Deshalb brauche ich eben halt auch noch andere Videos. Und mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr da Videovorschläge in den Kommentaren schreibt, weil es manchmal schwierig ist, Videothemen zu finden. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings den Itemshop an und dort haben wir heute das Lava-Legenden-Paket tatsächlich wieder zurück im Shop. Und die ganzen Star Wars Skins sind auch noch drin. Ich glaube, die werden noch bis morgen drin sein. Also morgen früh werden die dann rausfliegen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Lichtschwerter dann auch morgen früh mit der Shop-Aktualisierung rausfliegen. Oder heute um 16 Uhr. Eines der beiden müsste es sein. Auf jeden Fall würde ich sagen, beginnen wir einmal hier ganz links im Shop. Hier haben wir dann einmal den Kristall-Skin. Dann den Bronto-Skin noch. Dazu den Pterodactylus. Gleiter und dann die kräftiger Biss Spitzhacke. Und dann haben wir als nächstes hier den Mecha-Anführer-Skin, einmal in der Standard- und in der Metall-Variante. Dazu gibt es dann noch ein integriertes Emote, aufgeladene Kampfbuttons. Dann die Combo-Klinge als Spitzhacken dazu. Und dann die Mecha-Team-Lackierung. Als nächstes haben wir dann den Raptor-Skin, einmal in der Standard- und in der Schimmer-Variante. Dann den Velocity Skin, hier allerdings nur eine einzige Variante. Dazu dann den Sturmbomber Gleiter und die Partylöwe Spitzhacke. Und dann als nächstes haben wir den Shifu Skin, dann den neuen Mu Skin, die neue Mu Lackierung, dann den einfach einhändig Emote zum Mecha Skin. Als nächstes haben wir dann den Scorpion Skin, dann noch den Luftgitarren Emote. Und dann als nächstes noch Seht her. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Star Wars Skins. Hier gibt es einmal zwei Pakete. Einmal mit den Spitzhacken und dann mit den Gleitern. Da bekommt man es natürlich immer mit etwas Rabatt drauf. Irgendwie 25% oder so. Allerdings kann man natürlich auch noch alles einzeln kaufen. Hier hat man einmal den Kylo Ren Skin. Bei dem Umhang kann man tatsächlich die Kapuze abnehmen. Geht glaube ich allerdings tatsächlich nur beim Kylo Ren Skin. Dann haben wir als nächstes die Vibro-Sense. Dann den dunkle Seite-Mode. Als nächstes haben wir dann noch den Ray-Skin mit Rays Kampfstab. Dann den Sith Trooper mit dem Schlagstock als Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann noch den Widerstand Daumen hoch-Mode. Dann den Y-Flügler. Dann als nächstes noch den Verräter-Mode. Und als letztes dann noch den Tiger der ersten Ordnung. Das waren dann soweit alle Skins und das war es dann auch mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.